Die Hirschsprung hat begonnen. Wir kürzen mit einem Jäger durch den Wald seinen ihm wohlbekannten Brunnenplatze und hören auf dem Weg, der auf ihn nacheinander sprach, mit Mittelstab und ganz starken Schuhen die Sätze, deren Verlauf man auch hören will. Nachdem wir uns vorsichtig weiterpirschten, sind wir am Rumpfplatz angekommen und besteigen eine Kanzel. Jetzt bemerken wir plötzlich, dass bei uns in einer Dickung zwei schwache Hirsche, sogenannte Schneider, stehen, die sich nunmehr auch in diesem gewaltigen Waldesdomkonzert bemerkbar machen. Schon meldet sich ein stärkerer Hirsch, der anscheinend auch noch keinen Anschluss gefunden hat. Da tritt er gerade auf das Gestell. Es ist ein junger zukunftsreicher Kronenzieher. Jetzt wirft er das dunkle gefärbte Geweih in den Nacken. Seiner Stimme merken wir es an, dass er erst ein Mann werden will. Nämlich sein Schrei endet immer mit einem höheren oder jünger. Dieses hohe, ausklingende Schreis zeigt seine Jugend, daher nennen wir es Jünger. Angeregt durch diese immerhin schon leidlich fremde Stimme wendet sich der starke Platzwirt. Thank you.